Nee. Okay, das ist die nächste Testkarte. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Aha. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Also das nenne ich echt nett. Danke. Danke. Ist nett von dir. Ich hab's zu schätzen. Dummheit. Oh, zu blöd dafür, hm? Ich weiß das zu schätzen. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Na toll. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, 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 Vogel! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Oh, jetzt bin ich gestorben. Zweite Mal. Aber nicht hintereinander. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr... Sagen wir leben. Sagen wir leben. Ha, egal, zurück witzig. Zum Test. Bist du witzig? Wie wird ich das irgendwie... Ja... es wäre ja schön, wenn... Aha. Man könnte ja auch... Oh, das sollte ich ein bisschen höher machen. So, dass ich dann einfach hier so... So. Blub. Fertig. Haben wir das Ding. Dann schießen wir das Ding jetzt da in die Fresse rein. Aktivieren das Ding einmal. Holen wir das Teil hier. So, jetzt fragst du dich, wie wir dahinter kommen. Das frage ich mich auch. Aber es sollte ja eigentlich eine ganz einfache Lösung geben. So, erstmal gucke ich das, wie es gehen könnte. Und wir gucken jetzt. Ja, das funktioniert sogar. Das heißt, wir nehmen das Ding mit. Ja, stimmen wir auf die Seite hier und schießen es dahin. Dann nehmen wir... Ich habe ja hier ein bisschen höher. 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 So. Dann nehmen wir das Teil jetzt mit. Dann gehen wir einfach hier so hin. Ich stelle das Teil jetzt mal hier so ab und schieße dahin. Und dann haben wir hier das Teil liegen. Und fertig. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Danke. So viel Platz hier. Ja. Sie war gut. Wer? Genug. Wer? Ach so, gut, genug. Ah, okay. Es wäre doch mal cool, wenn ihr so einen Chillerraum für mich machen könntet. Und nur so eine Statue von mir mit meinen großen Brüsten. Wäre doch alles gut. Und zum so eine Waffe. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Oh nein. Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Warte, das bist du in 5 Sekunden. Das ist aber nett. Dazu braucht man diesen... Ich komme schon, was das heißen soll. Schieße auf mich. Ah, sick da. Ach du Scheiße. Das habe ich ja komplett vergessen.
Guck. LOL! Schlampi schießt auf mich. Okay. Ich habe Angst, ganz ehrlich. Ach so. Ach, hier ist eine Lücke. Hey, Schlampenkind. Die verloren. Wie stellen wir das am besten? Alter! Junge! Wer da? Suche Ruhe. Suche. Hallo. Boah, man hat hier keine Chance. Hallo. Aha. Okay.
so. Warum sollte ich das Ding mitnehmen? So einfach ist das Spiel. Ich schwöre. Ficker. LOL. Fahre hoch. Ja, ja. Gestalter. Peanut. Gute Nacht. Das Ding. Wer da? Boah. LOL. Verloren. Schläfchen. Stirb. Alles kaputt. Spielmodus aktiviert. Ach so, man kann die einfach umschubsen und sie kaputt. Haha. Haha. Funktion. Idiot. Ich hasse dich nicht. Das war doch mal ein leichtes Teil. sollen wir echt hier runterspringen? Boah. Ja. Anscheinend schon. Okay, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Sehe ich sie jetzt wieder mal? Sehe ich ihr Herz oder so, dass ich sie töten kann? Einfach einen Stecker aus einer... Stirbt sie so eiskalt. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Lol. Die bauen den Text kaum, habe ich das Gefühl. Kann man da irgendwas hin? Scheiße, ich hätte mich jetzt so hoch teleportieren können. Oh, Mama. Halle 3. Eigentlich ist es ja leicht. Und dann ist halt so schräg ansetzen. Ne, geradeaus eigentlich. Das ist jetzt leicht. Ahaha, wie witzig. Weil es jetzt so schräg ist, ne? Haha. Eigentlich bräuchte man Ding nur für eine Sache. Schau, dann schießt man hier in ein Tipp. Portal. Dann schießt man da hinten hin. Ein bisschen weiter vor. Dann laufen die beiden. Dann nimmt man einfach am Ende. Für alle, die was ist, ist es eigentlich ganz leicht. Dann geht man hier so hin und dann richtet man es auf den da. So, du erinnerst dich, dass ich dich so liebe hier. Und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Ah, danke. Das heißt, dass ich auch ewig lieben soll. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte nicht ewig Tests machen. Das ist assi. Obwohl, 60 Jahre wäre doch etwas. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Ach so, das soll jetzt für mich so ein scheiß Schutzschild sein. Wie sie zielen. Wer da? Ja, ich. Verloren. Warte mal, ich helfe dir. Und tschüss. Tschüss. Kritischer Fehler. Hallo. Ja.